Machen wir halt erstmal wieder die ersten beiden. Die halten halt auch nur 3 Schüsse aus. Nur der andere, der... Ja, guck, die halten 3 Schüsse aus. Und die anderen Viecher, die fressen viel mehr. Hier, Workshop. Von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht kann ich den nämlich gar nicht besiegen. Auf die Idee bin ich natürlich in der letzten Aufnahme überhaupt nicht gekommen. Weil, okay. Aber hier lungert bestimmt auch irgendein Viech rum. Jetzt habe ich hier die Karte gefunden, wunderbar. Kann ich die Tür denn wieder zumachen? Oh, hier sieht es aber auch appetitlich aus. Jetzt gucken wir erstmal hier. Den Skorpionschlüssel haben wir gefunden, wunderbar. Und ein Dietrich. Da haben wir auch schon lang keinen mehr gefunden. Schatzfoto. Das ist doch am Anfang gewesen hier, gleich in dem im Gästehaus, in dieser Hütte. Kraut. Dann können wir uns nochmal ein bisschen Heilung machen. Und wo geht's hier hin? Noch mehr Chemikalien. Sehr schön. Hä? Da geht's noch weiter runter. Ich bin jetzt einfach mal weitergegangen. Ich dachte mir jetzt, weil ich hatte es jetzt ein paar Mal probiert, diesen anderen Kasper hier zu besiegen. Aber das hat einfach nicht hingehauen. Deswegen, ja, scheinbar kann man den halt auch einfach nicht umbringen. Skorpionschlüssel? Okay, das ist dann wahrscheinlich das Schlangenschloss, so wie es aussieht. Und Flintenmunition. Sehr schön. Brauchen wir nur noch eine Flinte. Ich wüsste auch sofort, was ich mit der Flinte machen würde. Und zwar diesem anderen Typen da über den Kopf ziehen. Der uns hier schon so oft geärgert hat jetzt. Wow! Alter! Oh Gott! Möchtest du bitte... Das ist auch wieder so einer, oder? Den man nicht besiegen kann. Alter. Ich habe noch einen Schuss für meine Wumme. Aha. Alter. Okay. Der hat scheinbar wieder aufgegeben. Ah, fuck, bin ich jetzt erschrocken, Alter, ey. Und ich hatte ja auch gerade eben schon, so Safe Room, die krasseste Erfahrung. Ich habe hier versucht, Licht anzumachen hier hinten. Ich habe ein bisschen umgestellt, falls ihr es schon bemerkt habt. Und vielleicht blende ich euch das kurz mal ein, was dann passiert ist. Ich habe nur hier oben an diesem Helm Licht angemacht und dann ging es übelst los, übelste Geräusche. Das ganze Regal hat gewackelt und ich weiß nicht, was los war. Machen wir dich mal an. Oder? Sieht doch ganz cool aus. Ja. Was ist jetzt umgefallen? Ja, es ist nichts umgefallen, es ist nichts passiert. Sehr, sehr mysteriös, würde ich mal sagen. So, das Schatzfoto können wir ablegen. Den Dietrich, den können wir gleich mal benutzen. Die flüssige Chemikalie und das Kraut, würde ich sagen, können wir gleich verarbeiten. Und das Psychotikum, das kommt auch mal darüber. So. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, kombinieren. Habe ich es jetzt gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen auch. Unter diesem ganzen Starttrubel. Ich konnte leider noch keine Kommentare lesen, weil ich immer noch
Es ist immer noch vor Release der ersten Folge. Ich nehme ein bisschen früher auf. Ich kann deswegen auch nicht auf Kommentare eingehen, aber ich hoffe mal, dass das Let's Play bei euch ganz gut ankommt. Und dass ihr mich lieb habt noch. Und nochmal vielen Dank, dass ihr das mit mir zusammen durchsteht hier, weil es ist ja schon... Oha! Alter. Wie war nochmal Karte? Karte. Wo ist denn das Skorpionschloss? Das ist da. Neben dem Überwachungsraum. Und dann kommen wir zurück in die Eingangshalle. Sehr gut. Ich hoffe mal auf dem Weg. Passiert nichts. Ich hoffe, das Ding im Keller ist im Keller geblieben. Dieses gruselige Mistviech. Hier, Skorpionschlüssel. Den können wir jetzt mal benutzen. Und dann ist der Weg in die Eingangshalle frei. Hat hier nicht vorhin auch der Vater gewütet noch? So, einen von den drei Hundeköpfen haben wir gefunden. Der zweite liegt ja im Keller. Allerdings kein blasser Schimmero, wie ich da rankomme. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt ja pausieren, wenn ihr wollt. Ich zeige beide Seiten mal. Was war das? Oh nein, der schon wieder, ey. Kann ich den Vater nicht einfach auf dieses Monster im Keller hetzen, dass der das umbringt? Der kommt hier aber nicht durch, oder? Ich weiß schon gar nicht mehr genau, so 100% genau, wie wir hier das letzte Mal jetzt weitergemacht haben. Also wir sind auf jeden Fall hier durch. Das ist zu. Wir sind auf jeden Fall hier durch. Da kam dieses Schleimmonster, genau. Den Skorpionschlüssel haben wir ja auch gefunden. Was ist hier? Das sieht eklig aus. Ey, ich hab so Schiss, ey, ich sag's euch. Ich sag's euch im Guten wie im Bösen. Ich hab so Schiss. Vor allem jetzt auch nochmal in den Keller zu gehen. Ich sollte vielleicht mal erstmal speichern, erst wenn wir den Schlüssel hier gefunden haben. Ist vielleicht auch keine dumme Idee. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen verplant bin, aber ich bin jetzt gerade durch dieses Erschrecken und dieses Zeug, was hier abging, ey, bin ich so... zittrig. Ich habe mir hier mal ein Bier aufgemacht, ja. Können wir mal zusammen ein Schlückchen trinken. Vielleicht guckt ihr das Let's Play ja auch gerade bei dem Bier. Man muss ja auch ein bisschen so eine Entschleunigung reinbringen, ja. Also Prost. Ah. So, und dann geht's weiter. Ich habe mich auf Arbeit schon ein bisschen spoilern lassen müssen. Wollte ich natürlich nicht, war keine Absicht, aber man kriegt halt so viel mit. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Okay. Der ist auch Geschichte. Das war der, den wir vermeintlich nicht besiegen konnten. Wo ist denn jetzt dieser dumme blaue Hundekopf? Das ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier fliegt jetzt bestimmt auch so ein Viech noch von der Decke her. Ja, ist klar. Badewannen sind auch ein gutes Zeichen immer. Sag ich's nicht. Boah, ist da jetzt ernsthaft einer hinter mir? Shit. Ah, was geht denn hier? Ich kann die doch jetzt nicht alle umbringen, ey. Ein Schuss, ein Schuss. Ah, verreck. Nein! Ich muss hier raus, aber wohin? Ah, bin ich jetzt umringt von den Viechern hier, oder was? Ah, ich sehe gar nichts halt. Ja, schnell heilen, Alter, was ist denn das für ein Schrott?
Was zur Hölle, ey, wenn die halt nicht übelst um mich rumstehen würden die ganze Zeit. Was soll denn diese Scheiße, ey? Fuck. Und dann geht's übelst ab, weißt du, ey? Ah, krass. Moment, mit dem Skorpionschlüssel können sie sich die Flinte beschaffen. Vielleicht ist es dann ja tatsächlich der Plan. Die Flinte holen, da runtergehen, alle Monster umbringen. Und gut ist. Klingt doch echt nach einem Plan. Ja. War oben auch noch mal eine Flinte? Ich weiß es nicht mehr. Fuck. Verdammt. Ja. Also hier schon mal nicht. Vielleicht mal auf die Map schauen. Garage. Okay, erstes Geschoss. Ja, tatsächlich. Zimmer der Großmutter. Da brauche ich auch den Skorpionschlüssel. Dann müssen wir tatsächlich hochgehen. Aber erstmal heilen. Aber da schleicht ja auch noch der Vater rum, ne? Und wir müssen aber tatsächlich nach links. Der kam doch das letzte Mal hier raus, oder? Schlangenschlüssel. Knarre. Bitte, danke. Ich... Oh Gott! Ah, Vater, verreck. Scheiße, nein. Ich hab's ja schon lange aufgegeben eigentlich, den Typen hier umzubringen. Komm, verpiss dich, ey. Die Dame wird nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Ja, meinst du? Meinst du? Meinst du? Ha? Komm, mach die Tür zu, mach die Tür zu, ey. Wo ist jetzt hier die Knarre? So, da ist Flintenmuni. Gott sei Dank glitscht der Wichser da jetzt rum. Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Alter, was mach... Was soll ich denn hier machen, ey? Du denkst, du kannst mir wehtun. Oh Gott, Alter, ey. Puh, der steht doch gleich wieder auf, dieser Wichser, ey. Mmh, lecker. Zähnchen. Versteckt den Hundekoffer, damit keiner von denen mehr ins Haus kommt. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Standuhr im Wohnzimmer, okay, in der Standuhr. Und hier ist die Flinte. Okay, die muss ich jetzt austauschen gegen die funktionierende Flinte wahrscheinlich. Was haben wir hier? Chemikalie. Ey, das ist so stressig hier, ey. Wenn dich hier der Vater auch noch die ganze Zeit am Nerven ist. Da ist nichts mehr drin. Hier habe ich gerade noch einen Brief gefunden. Bla bla bla, okay. Wir müssen auf jeden Fall ins Wohnzimmer. Und die Flinte holen. Und Standuhr im Wohnzimmer, ne? Standuhr, die Standuhr im Wohnzimmer, hat sie auch noch gesagt. Die Standuhr im Wohnzimmer. Okay. Defekte Flinte. Wunderbar. Erstmal nochmal heilen hier. Es war gerade so schön, so einen Safe-Raum zu haben. Ich muss jetzt nochmal ins Inventar. Okay, Chemikalie habe ich, Kraut habe ich keins mehr. Die Standuhr im Wohnzimmer, hat sie gesagt. Wohnzimmer ist ja da oben, ne? Nee. Ach, tatsächlich, da sind wir schon vorbei. Da müssen wir jetzt nochmal zurücklaufen ins Wohnzimmer. Das ist aber gar nicht so eine dumme Idee eigentlich. Denn ich ließ mir auch sagen, ich hatte hier... diese Football-Bobbleheads, das sind scheinbar irgendwelche Sammel-Items. Keine Ahnung, wozu die gut sind, aber pff, ja, schadet ja nicht, die kaputt zu machen.
So, ein bisschen Angst habe ich jetzt. Hier ist das Wohnzimmer. Oder? Ist das das Wohnzimmer? Speisekammer, okay. Wohnzimmer ist erst da vorne. Dann nochmal durch die Küche. Hier ist das Wohnzimmer. Da ist die Standuhr. Okay, hier fehlt das Pendel. Ah, I see. Wenn mich dieses Spiel nicht so stressen würde, ja, dann könnte ich mich auch viel besser konzentrieren. Sorry, ey, was für eine Chaos-Folge mal wieder, ey, aber ihr seid ja von mir nicht anders gewohnt. Und zwar mal richtig derbe erschreckt, ey. Ohne Spaß, aber nach der Nummer, was hier in meinem Aufnahmezimmer abging jetzt, ey. So. Okay. Ich habe eigentlich keinen Bock, da nochmal hochzugehen, aber Zerlegungsraum im Keller, hat sie gesagt, ne? Und hier nach Dingenskirchen halt. Weißt, was ich meine. Okay, ach so. Also dann probieren wir es mal im Keller mit der Schrotflinte. Wir haben nicht sonderlich viel Munition. Wo gingst du denn in den Keller? Hier war doch irgendwo... Wir sind hier doch irgendwo wieder rausgekommen. Da ist die Skorpiontür, genau. Okay. Vielleicht können wir es dann so mit den ganzen Viechern aufnehmen. Letztes Mal bin ich hier gestorben, das heißt, die Monster sind wahrscheinlich... Obwohl, respawnen alle Monster wieder? Zweimal Flintenmunition. Zack. Okay, sonderlich viel ist das auch nicht. Kommt jetzt halt drauf an, wie viel Schaden diese Drecksflinte macht. Aber naja, wir werden es gleich erfahren. Was ich natürlich vergessen habe, ist zu speichern. Weil das sollte ich echt dringend machen. Sonst darf ich natürlich wieder hier diesen ganzen... Ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten da oder wie krass diese Autosave-Funktion packt. Nicht, aber nicht, dass ich jetzt wieder die Flinte holen muss, den Vater besiegen muss und bla. Das ist echt not bad. Das wäre nicht schön. Vor allem ist es dann für euch auch immer so lang zum Zugucken und so weiter. So. Jetzt gucken wir doch mal. Okay. Damit kann man ein bisschen was anfangen. Es waren aber, glaube ich, recht viele Monster hier, ne? Ach nee, hier ist ja wieder diese Schlangenpforte. Ich muss ja wo ganz woanders hin. Scheiße. Ist das hier der Zerlegungsraum? Sieht fast ein bisschen so. Sieht fast ein bisschen so aus. Den sind scheinbar schon mehrere Gäste abhanden gekommen. Ich frage mich nur, woran das liegt. Ja? Ich meine, ist ja nicht so, als wären die jetzt nicht besonders gastfreundlich oder so. Sind es mehr als zwei? Kommen die jetzt alle hierher? Oh. Ja, da kommt tatsächlich noch einer. Ah, fuck. Okay, den hätten wir auch. Ich habe keine Munition mehr. Alter, was das immer soll hier, ey. Hier ist noch Chemikalie. Da ist Kraut. Ja, toll.
Und was mache ich jetzt mit denen, die da rauskommen? Einfach mal ignorieren, oder was? Ich meine, das waren ja auch nicht gerade wenige. Es sind auch nochmal drei in diesem Raum da drin, ne? Okay, bevor wir das machen, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitdabeisein in dieser Folge. Wie ich das jetzt meistere hier im Keller, ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Beziehungsweise ihr, ich werde es gleich sehen. Bis dann!